Jo, so wieder bei Super Mario Galaxy 2. Beim letzten Mal haben wir die Schlingersandgalaxie mit den normalen Sternen soweit fertig gemacht. Haben die Heiß-Kalt-Galaxie komplett abgeschlossen und wollen nun zu Bowser Juniors Böllerbunker. Ja, komm, lass mich. Lass mich. Dann halt so. Wenn halt meine Remote da unten nicht reagiert. Pah. Ich kann auch anders. So, diese Maschine ist ein Megamorx. Dann ist sie halt Murks. Hm, hm. Sieht interessant aus. Okay, ich darf ihn mit Wolken also bekämpfen. Ich, bin mal gespannt. Oh. Schöne Hause. Sieht kaputt aus. Ist das eventuell so ein alter Boss? Oh, hier ist Matsch. Bin ich auch nicht mehr weggekommen. So. So, weg mit dir. Das Ding gleich möchte ich gerne mal betätigen. Ein Sternteil. Na gut. Gehen wir mal weiter. Gut zu wissen, dass ich da nicht drum rumlaufen kann. Sondern in den Tod rutsche. Ach, das ist doch der zweite Bowser Junior Boss. Ach, ich sehe, was ich machen muss. Bevor du mich nervst, guck mal her. Ich sehe, was ich machen muss. Du folg mir mal. Danke. Und einmal rein in die Kanone. Ich schieß mal da drauf. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber... Ah, ein Leben. Okay. So. Nummer 1. Und... Nummer 2. Kann ich eigentlich draufklettern auf die Dinger? Da oben noch was. Oh, Maxi-Pilz. Okay, dann schauen wir auf die andere Seite. Vielleicht ist ja hier die Kometenmünze oben versteckt. Nein, eine normale Münze. Und hier. Weil von hier aus hätte ich sehen, bei allen sehen können, was da wäre. Aber gut. Dann. Gehen wir mal weiter. Da hinten ist, glaube ich, schon Bowser Junior. Jetzt müsste ich nur mal eben noch die Kometenmünze finden. Da, ich habe die Kometenmünze gefunden. Da auf der rechten Seite. Wow. Das war gut. Hatte ich schon einen Checkpoint? Ich glaube nicht, oder? Ah, doch, okay. Direkt vor der Kanone. Die Dinger waren doch weiter weg, als ich erwartet hätte. Aber ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Die Bomben haben mich gerettet. Unerwarteterweise. Dann heilen wir uns mal ein bisschen. Jetzt bleib ich einfach hier stehen und warte. Bis die Kometenmünze wiederkommt. Okay. Wow. Also ja, eigentlich wollte ich da noch gegensteuern, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Aber gut, wir haben die Münze. Sind jetzt schon... Kein Checkpoint davor nochmal? Na gut.
Papa hat gesagt, ich soll Acht geben, dass dir nicht noch ein großer Stern in die Hände fällt. Höchstzeit, für das ich meine brandneue, maliziöse Megamox-Maschine. Ich mach's mir ja gleich in meinem Cockpit bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Na dann. Okay. Die Frage ist, was muss ich hier machen? Moment, soll ich noch weiter hoch? Oh. Irgendwie die Wolke nicht so ganz gehalten. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee, was ich machen muss. Ja. Einfach Arschbombe oben drauf. Ah, und jetzt hat es mir ein bisschen schwerer gemacht, indem er ein paar Wolken eingesogen hat. So, du willst also, dass ich zu dir rüberkomme? Wenn du unbedingt möchtest. Komme ich gerne zu dir, mein lieber Bowser Junior. So, was machst du jetzt noch? Ah, jetzt steigst du noch weiter hoch. Moment, ist das ein Panzer? Kann er sich jetzt bewegen? Ja, kann er. Was? Moment, was? Der kann einen einfach da... Ey! Also das war jetzt schon so ein bisschen fies. Dass er einfach den Abgrund runterschubsen kann. Ich dachte, ich wäre wenigstens am Rand irgendwie noch sicher. Und nicht komplett tot. Wie mies. Was? Nein. Wir machen auch keinen Rückwärtssalto. Au. Muss man springen. Okay, ich bin tot. Ich dachte, das wäre auf einer Höhe, wo ich einfach dahin laufen kann. Ja, und dann darf ich den ganzen Weg noch mal hingehen. Ich habe sogar das Ding sogar noch mal erwischt. So, machen wir es mal so, dass ich direkt die Wolke dann schon mal habe. Einfach weitergehen kann. Was für eine Gemeinheit. Aber gut. Dann machen wir es jetzt einfach mal ein kleines bisschen besser. Okay. Vielleicht war da irgendwo ein Checkpoint, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das wäre ziemlich doof, an einem Checkpoint vorbeizulaufen. So, einmal nach oben. Eigentlich kann ich doch genauso gut von hier aus auch da hinten dran kommen, oder? Ja, so weit nach oben muss ich gar nicht. Hier reicht auch eine Wolke aus, um nach... Oh! Nach oben zu kommen, wollte ich gerade sagen. Nicht, dass er meine Wolke da so stark einsaugen kann. Ich stehe hier gar nicht perfekt da, um nicht von ihm erwischt zu werden. So. Es dauert ja echt schon fast länger, zu ihm hinzugehen, als... So. Au. Okay, wenn er einmal gefahren ist, dann bleibt er erstmal ein Weilchen stehen. Die Sache ist, wie schnell kann er sich drehen, ist dieser... Ja gut, das ist ein Panzer, also... Ich lasse ihn mal einmal so ein bisschen fahren und dann, dass er wieder stehen bleibt. Okay. Kann er auch einfach rückwärts fahren? Ich hoffe mal nicht.
Irgendwie komme ich gerade nicht so ganz voran. Gehen wir bei der nächsten hier mal mit Blinkern nach oben. Nein, das war der falsche Knopf. Ich wollte nicht da hoch. Na gut, aber wenn er eh jetzt gerade einsaugt, kann ich mich hier mal schnell nach oben katapultieren. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und dann so darüber. Und weg. Meine Güte. Muss man echt so ein bisschen mit Bedacht dran gehen. Ich muss in einem Spiel nachdenken. Das geht doch nicht. So. Ich sollte auch nicht daneben springen. Vielleicht. Und das Portal in die nächste Welt. Diese Maschine ist ein Megamurks, ja. Was ein Murks. Das war der fünfte Großstern. Ich habe schon gedacht, dass du es schaffen wirst. Vor dir liegt die sechste Welt. Wir können mit ihr noch mehr Widerstand vom riesigen Unhold rechnen. Holen wir doch einfach die übrigen Porsterne und retten die dir kostbare Person voll Dampf voraus. Und der Steuermann, bist du bereit für den großen Kampf? Was schon die letzte Welt ist. Schauen wir doch einfach mal. Regenbogen. Huch, was bist du denn da? Ein Blag? Wir haben es endlich geschafft. Der Kampf mit dem Unhold steht kurz bevor. Sei wachsam und gib dein Bestes. Diesmal kommt er uns nicht davon. Okay, das ist dann wirklich die letzte Welt. Guck mal, die Weltenkarte. Nee. Ja, so bei dem schwarzen Loch. Oh, guck mal, da ist ein Stern erschienen. Na dann. Gehen wir doch mal schnell hin. Achso, um daher zu kommen. Mal kurz wenigstens mal gucken, was wir da machen müssen. Kometenalarm! Kometenalarm! Der Sanddolm lässt nicht locker. Also wahrscheinlich müssen wir für den Boss nochmal besiegen. Ich guck mal kurz mal rein. Fangen wir direkt beim Boss an. Sieht so aus. Ach! Okay, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. So auf einem Herz. Bin gespannt. Mal gucken, wie gut das laufen wird. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.